Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gesucht Kommandant Sarget anzunehmen bei Steckbrieftafel. Das ist dieser Style hier in Nasyatar. An dieser Position ist eine tägliche Quest, die der Leibwache Erfahrung gibt, angenommen. Nun darf man sich zu dieser Position begeben. Ich werde es so machen, dass ich zu diesem Flugpunkt fliege. Dann werde ich diesen Weg hier entlang reiten, bis ungefähr hier. Und dann melde ich mich wieder bei euch, um euch zu zeigen, wie es weitergeht. Der Rest des Weges sollte klar sein, ist schön eingezeichnet. Und hoffe, das ist okay für euch, sonst gibt es ein Video mit viel unnötigem Material. Und es muss auch nicht sein, finde ich. Falls es nicht okay ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bis sofort. Und da bin ich schon an der besagten Position. Wie gesagt, von diesem Flugpunkt auf diesen Weg gelaufen, dann hier entlang. Und da bin ich gekommen. Von da oben. Und nun laufe ich hier einfach weiter. Halte mich rechts. Wie man sieht, ist das auch eine Gruppenquest. Ihr könnt also Gruppen aufmachen oder euch Gruppen anschließen. Hier angekommen, werde ich erstmal diese Mobs hier töten, die mich verfolgen. Wie gesagt, ist eine Gruppenquest und da ist es unnötig, weitere Mobs dazu zu ziehen, weil es so schon nicht besonders leicht wird. In einer Gruppe ist es natürlich leichter, aber ich werde versuchen, diese Aufgabe alleine zu bewältigen. Kampf sollte nicht mehr allzu lang dauern, nur noch zwei Mobs. Und immer auf den Mob hauen, der kein Schild hat, logischerweise. Ja. Nun darf man in dieses Gebäude laufen. Dazu gibt es aktuell auf dem Live-Server mindestens zwei Möglichkeiten. Später kommen noch Fliegen dazu. Außerdem könnte Blizzard einen Weg fixen. Aber am 26.06.2019 funktioniert es noch so, dass man hier links vorbeireiten kann. Auf diese Terrasse. Ansonsten müsste man hier hineinlaufen und sich hier durchkämpfen. Der Kommandant ist links, wie man sieht. Hier war auch die Map. Ich zeige euch nun, wie man über die Terrasse dahin kommt. Hier ist es ja ganz einfach, außer die Mobs zu töten. Und zwar hier entlang. Dann läuft man hier entlang, springt hier hoch, nochmal hoch. Und schon ist man beim Kommandant Sarget. Ich nutze nun so eine Rune. Trommeln für Heldentum. Und dann sollte dieser Mob kein Problem sein für mich. Wie gesagt, ich erwähne es gerne nochmal, es ist eine Gruppenquest. Leider kann ich im Kampf das nicht aufmachen. Aber ihr könnt Gruppen erstellen und oder euch Gruppen anschließen. Sobald ich den Mob down habe, beziehungsweise auch hier, sobald ich ihn down habe, nicht vergessen zu looten, denn man benötigt seinen Kopf. Ich werde es so, dann so machen, dass ich meine Pfeife des Flugmeisters nutze. Solltet ihr diese noch nicht freigeschaltet haben, gebt mal auf YouTube ein Nasyatar Pfeife des Flugmeisters freischalten. Da findet ihr ein Video von mir. Das ist jetzt mit einem Allianz-Charakter aufgenommen. Die Questreihe dafür ist aber auch mit dem Horde machbar. Sind sogar dieselben NPCs. So, jetzt looten. Ich nutze die Pfeife. Und dann darf man zurück nach Mesamer. Außerdem kann man später im Badge bzw. im Addon auch schon fliegen. Kann man einfach zurückfliegen.
So, kann ich etwas für euch und tun? Ich melde mich im Landeanflug. Und schon gelandet. Quest ist abzugeben. Was bei Seerufer Unov in Nasadab an dieser Position. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Raus damit. Eizocke, Ende.